Recht herzlich willkommen zur 102. Folge von Grand Age Medieval. Wir sind jetzt hier unten wohl angekommen, ne, oder? Ne, Miroslavovic ist nicht unser Mann. Sind wir noch höher hochgegangen? Besim Karadzic ist auch nicht unser Mann. Ich habe eben irgendwie die Karte wohl ein bisschen gedreht beim Starten des Videoaufnahmeprogramms. Ist er jetzt doch hier? Ne, den haben wir von dort nach da geschickt eigentlich, oder? Ah, Krasimir Kravalov ist hier. Gut, dann gucken wir doch da rein, was wir da verkaufen können oder auch nicht. Das ist ein guter Preis. Das auch. 234 geht auch. 200 ist... auch gut, aber nur bis 18. Das geht auch. 134 ist auch gut für den Honig. Auch weg. Das können wir hier schon mal kaufen. 45. 418 geht auch. 237, naja, das ist jetzt nicht so der Bringer. Dann lassen wir das so. Hier geht auch was. Und der Wein ist auch wieder gut. So, gekauft haben wir schon mal da oben. Dann geht's hoch, das bringt auch nichts. Das ist auch teuer. Obwohl die das hier produzieren. Hemden gehen. 30 Stück. Gut, waren wir da. Dann haben wir gesagt, gehen wir darüber. Also erstmal dahin. Dann gucken wir hier rein. 630 ist günstig. Das Brot steigt sofort an. Dann lassen wir das sein. Das Bier sieht nicht günstig aus. Die Felle auch nicht. Salz ist auch nicht. Das haben wir für 80 gekauft. Das lohnt alle nicht. Hier unten 540. Können wir noch weiteres zukaufen. 250 ist auch günstig. 180 haben wir schon billiger gekauft. Geht das sofort hoch? Ne, 180, dann kaufen wir noch ein bisschen was dabei. Die Töpferware ist auch gut. Ah, die Wolle ist auch billig. Kohle lohnt nicht. Das steigt sofort an. Dann wäre das Holz noch günstig. Und man Wagen mit voll, ne? So, dann geht's darüber. Gucken wir nach Tscherna, keine Ahnung, wie es heißt. Tscherniv? Könnte sein. So. Ja, das würde sich lohnen, aber der geht runter, der Preis, dann lasse ich das da. Lohnt nicht, lohnt nicht. Ja, das geht dann auch runter. Dann machen wir so. Hier geht was. Da ist richtig Geld jetzt reingekommen, ne? Oder kann das sein? 899, naja. Das lohnt nicht. Gehen wir bis auf 200. Oder 201, das kann man so lassen. Das ist günstig. Das kann man so lassen. Der Wein geht nicht mehr auf den Wagen dann. Okay, alles klar. Ah, das... Komm, dann machen wir das runter, damit wir Platz auf dem Wagen haben für hier zum Beispiel. So sieht's besser aus dann, ne? So, dann weiter dahin. Da ist irgendwie Baunot. Das geht.
aber nur 16. Fälle geht sofort runter, lohnt also nicht. Salz geht was, nehmen wir alle vier weg. Honig lohnt nicht. Frucht können wir zukaufen, geht auch alles rauf. Also wir können wahrscheinlich noch mehr kaufen, müssen wir gleich gucken. Tuch geht runter. Lohnt wahrscheinlich nicht. Könnte man noch zukaufen. Hier ist das Dingens wieder. Sag schon, der Wein wieder gut zu verkaufen. 18. Dann nehmen wir noch mal ein bisschen Obst mit. Da geht er schon hoch dann. Und was war noch gut zum Zukaufen jetzt hier? Hier. Gut, haben wir. Da sind wir, dann gehen wir jetzt nach hier. Jo. Dann schauen wir mal gerade weiter, wie hier in der Stadt die Preise sind. Können wir verkaufen. Können wir auch noch was verkaufen. Und geht komplett weg. Und lohnt nicht. Da geht was. Lohnt nicht. Da geht was. Da geht auch was. Und der Wein geht auch noch was. Sogar alles. Hat sich gelohnt, ne? Teuer. Was können wir denn zukaufen? Getreide werden wir zukaufen können. Und hier ist es vielleicht auch noch ganz nett. Das ist auch billig. Und der Rest und dann nicht. Jetzt können wir noch Holz oder Getreide. Dann nehmen wir noch Getreide mit. Passt. So, das ist soweit gut. Dann gehen wir mal hier wieder hin. Ja, läuft, ne? Wir haben 1 Million zusammen. Okay, da müssen wir mal jetzt langsam drüber nachdenken, dass wir Odessa wieder versuchen einzunehmen. Da müssten wir Truppen ausbilden dann, ne? Was ist denn hier für ein Zeichen? Rohstoffe fehlen, okay. Gut, dann schauen wir mal, ob wir die denen da vorbeibringen können. Das unten, ja, aber nur gewissermaßen. Wo war das Ende? 68. Da. Da geht auch was. Da geht auch was. Da geht was. Oder alles sogar. Ja, gut. Dann müssen wir gucken, ob wir noch zunehmen können. Hier 120 ist günstig. Bier 140. Und Brot 180. Das ist auch günstig. Passt. Dann war's das hier. Gehen wir hier über Krakau nochmal die Runde, die wir gerade eben hatten. Hat sich ja eigentlich rentiert. Wenn wir hier zukaufen können und können auf dem Weg immer alles verkaufen, dann ist doch alles gut, oder? Müssen wir mal schauen. Da geht was. Da geht auch was. Das ist günstig. Kaufen wir gleich wahrscheinlich ein. Lohnt nicht. Salz ist weg. Machen wir mal so. Das lohnt. Das geht sofort runter, ne? Ja. Das geht ja bis auf 60.
passt. So, zukaufen wäre hier, aber geht gleich hoch der Preis. Lohnt nicht. Hier vielleicht, aber geht auch sofort hoch der Preis. 144, ja, da geht ein bisschen mehr. 80 ist niedrig, aber geht auch gleich hoch. So, das war's dann hier. Dann dahin. Mit Vergnügen. So. Dahin. Oh, kriegen wir den Schrott weg, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ist aber kein Schrott, ne? Und das geht dann runter, ne? Genau, dann lassen wir das. Da geht ein bisschen was. Aber lohnt tut das auch nicht, ne? Ah, warum so? Lohnt nicht. Geht dann auch gleich runter. Jetzt haben wir sogar verkauft. Hier Kohle noch weg. Und das lohnt nicht. So, kaufen hier. Hier. Und Rest lohnt nicht. Weiter geht's. Nächste Stadt anlaufen. 1,1 Millionen war das knapp. Können wir noch was einkaufen? Rot lohnt nicht. Auch nicht. Auch nicht. Geht sofort hoch. Lohnt also nicht. Schon etwas teuer. Früchte können wir noch ein paar mitnehmen. Lohnt nicht. Können wir noch zukaufen. ...250 können wir auch noch zukaufen. Tuch 180 ist günstig. Tupperwaren 144 günstig. Das lohnt nicht. 92. Hier geht nicht. Lohnt, also lohnt schon, aber machen wir nicht. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Ja, dann gehen wir da noch hin. 1,1 und wir sind in negative Bilanz steht. Okay. Ja, 1,1 nicht ganz, ne? 1,04 haben wir jetzt. Ja, da geht sofort runter, das brauchen wir dann nicht. Lohnt nicht. Ja, das geht auch sofort runter, oder? Ne. Machen wir noch so ein bisschen, da geht auch ein bisschen. Hier lohnt. Hier lohnt. Da geht ein bisschen. 10 Stück. Da lohnt auch was. Das können wir noch zukaufen. Wagen dann voll, ja, okay. Lohnt nicht. So, dann kommt das noch weg. Dann können wir nämlich hier noch was zukaufen. Und Wagen ist voll. Dann da und dann wieder nach da und dann ist alles gut. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.